Genau. Und dann würde ich ihn ausreden lassen, damit sich er erst, auch wenn sich Dings angesprochen fühlt. Viel Spaß mit ihm, Maya. Sinibal, Tonsch und Jukmil, könnt ihr uns erzählen, was in jener Nacht vorgefallen ist? Die Nacht des Verbrechens. Was habt ihr damals gesehen? Okay, das hatten wir ja schon mal. Ja. Okay, weiter so. Sinibal, Tonsch und Jukmil. Ja. Ihr? Das haben wir auch schon. Ja. Und dann. Ja, genau, genau. Dann machen wir mal weiter. Oder hat noch jemand was? Nein. Nein, nein. Nur der. Ja. Okay, wo waren wir hier bei? Nee. Tunchunchuk mir. Ja, ja. Alpha, bin ich los, um es zu melden. Alle behandeln mich wie ein Kind. Dabei habe ich keine Angst vor Hexen. Sie sollten dich nicht wie ein Kind behandeln. Du bist so tapfer, Sinibal. 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 Zibilchal, nicht Zilich. Zibilchal, Tunchunchukmi. Zibilchal, ja. Ich muss immer brav machen, was der Boss fragt. Und ein guter Junge fein. Fein. Oder ich bekomme kein Taffengeld. Okay, da meldet sich gerade keiner. Oh, immer noch der? Hm. Das ist wahrscheinlich das Gleiche. Ja, wer weiß. So, erstmal. Ich hab mal ein Geräusch gehört, denke ich, wenn es ein separates wäre. Hm. Der Junge hat es dem Hauptmann gemeldet. Das ist das erste Mal, dass ich so etwas davon höre. Hm. Ist doch vor 10 Minuten. Ja. Könnt ihr uns mehr über euren Bericht erzählen? Fuckt erstmal, Mom! Sibylle schon, Kochbuch, Mille. Sterbt auf der Stelle! Ich frage besser den Hauptmann der Wache. Okay, das hat mich schon. Das könnte wichtig sein, wir müssen da nachhaken. Ja. Okay, also nochmal zurück zu ihm. Aber angreifen würde ich jetzt nochmal, nachdem er von dem Bericht erzählt. Ne? Zibilchal, blam 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 blam. Der Boff hat immer, ja. Okay. Was? Auf weiter. Gut. Spät. Zu spät. Zu spät, zu spät, zu spät! Ich glaube, das ist aber das Gleiche, sonst wird er nochmal was sagen. Na, okay, okay, okay. Ich würde trotzdem gerne, also ich würde eigentlich immer gerne meine Theorien mit einer Hinweismünze untermauern. Ich will mich jetzt hier nicht durchmogeln, aber. Bevor wir dann am Ende irgendwie dann doch nochmal den ganzen Prozess machen müssen, weil wir die 5 Schilder aufbrauchen. Ja, will ich's lieber. Genau, und wir haben auf Nummer sicher gehen. Also ich meine, wir haben ja Ideen und so, deswegen ja. Doch angreifen. Aber gibt's noch andere Möglichkeiten? Nö. Die als Tipp angezeigt werden, meine ich? Nee, ich glaube, also bei angreifen ist nur eins. Also generell, wir kriegen nur angreifen oder präsentieren gezeigt und okay. Also doch angreifen, okay. Aber da haben wir noch was falsch gemacht. Vielleicht bei dem letzten Stück von dem, was er sagt. Blablabla, bla, bla, jene Nacht. Oder einen der anderen? Aber wen? Welcher war nochmal derjenige, der nicht gemeldet hatte? Weiß ich nicht mehr. Vielleicht müssen wir nämlich nicht denjenigen, der sich, Da müsste irgendein Symbol drüber sein. Nee, ich glaube nicht. Ich glaube, wir können es auch mal anders versuchen. Sobald... Oder hat sich bei der Aussage von ihm jemand gemeldet? Beobachten? Ach, hier doch beobachten. Okay, also doch ihn. Ja. Ja, aber dann mal gucken. Mal weitermachen. Verzeiht, Herr Haubert, bla bla bla. Und irgendwann müsste der Tipp ja wieder ausschlagen.
vielleicht. Anmerken. Bericht. Bla bla bla. Wer war die zuverlässige Wache? Ah! Ja. Ja, ach, es hat sich doch jemand gemeldet! Haben wir übersehen. Boah! Was? Ausgerechnet. Ja, voll übersehen. Also sonst wäre das Ding... Das hätten wir auch ohne Münze geschafft. Eigentlich. Hätten wir schaffen müssen, sagen wir mal. Hätten wir schaffen müssen, ja. Man hat ja die Münzen. Nee, aber ehrlich, ich will jetzt natürlich nicht einfach Münze nach Münze einwerfen, sondern ich will das schon irgendwie... Darf ich euch eine Frage stellen, Herr Zappalot? Zappelot? Nick, nein! Du kannst diesen armen Kerl nicht deinen brutalen Fragen aussetzen. Schau ihn dir an, der hält das nicht aus. Wie soll ich denn bitteschön mit ihm reden, ohne ihn zu verhören? Alter Zeuge, neuer Versuch. Bitte entschuldige mich vielmals, Herr Zappelot. Aber die Person, die euer Hauptmann beauftragt hat, die verdächtigen Fußabdrücke zu überprüfen, wart ihr das vielleicht? Ja. Was? Wer war es? Wer macht denn sowas? Ich fühle mich genötigt anzumerken, dass Herr Zappelot durchaus jung sein mag, doch kaum jemand würde ihn mit beherzt in Verbindung bringen. Was? Vielleicht, aber... Ach na und? Was tut es zur Sache? Herr Zappelot, habt ihr euren Befehl befolgt? Habt ihr eigentlich die Fußabdrücke überprüft? Ich habe sie überprüft. Natürlich, Befehl ist Befehl. Jeder sah so geschäftigt aus. Keiner hat mir zugehört. Endlich hat mich jemand danach gefragt. Wache Zappelot, erstattet Meldung. Das war eine sehr verworrene Aussage. Immerhin ist nun gewiss, dass die Meldung des jungen Mannes niemanden erreicht hat, da alle zu beschäftigt waren. Genau, alle behandeln mich immer wie ein kleines Kind. Was ist mit meiner Meldung passiert? Aha, jetzt erinnere ich mich. Oh. Hä? Von was redet ihr da? Ich sah sie, richtig. Ich sah die matschigen Fußabdrücke im Glockenturm. Aber ich habe es nicht gemeldet. Jetzt weiß ich wieder, warum ich es nicht gemeldet habe. Nun, dann fügt dies bitte eure Aussage hinzu. Sehr wohl, euer Ehren. Na, jetzt bin ich gespannt. Als ich die matschigen Abdrücke sah, dachte ich erst, sie seien die Dominikas. Angreifen? Ja. Oder kommt noch was? Nee. Dann ja. Erstmal angreifen, genau. Ihr dachtet, die Fußabdrücke seien die von Frau Dominika? Ja, sie macht immer, was sie will und bereitet uns stets Schwierigkeiten. Oh. Ich war sicher, dass sie in den Turm flüchtete, um Schutz vor dem Regen zu suchen. Daher die Abdrücke. Also bitte, Bübchen! Wie kannst du nichts von mir denken? Der Ort ist tabu! Und ich nehme Befehle stets ernst. Ich weiß Gehorsam zu schätzen. Dominika, gebt uns Befehle. Wir werden euch gehorchen, was immer ihr verlangt. Doch zuvor habt ihr uns eine andere Geschichte erzählt, Papa Lott. Ihr habt vorher gesagt, beim Anblick der Abdrücke sei euch der Gedanke, das muss die Hexe sein, gekommen.
Habt ihr geglaubt, dass Frau Dominika eine Hexe ist? Naja, ich habe es nicht wörtlich gemeint. Es ist nur... Ah, das muss diese Hexe sein. Ah, ja! Dominika ist eine Zicke, die man ab und an ja eine Hexe nennen muss. Das versteht doch jeder, oder? Ja, weil Hexen hier verbrannt werden, also. Es ist ja ersichtlich, was für eine Person sie ist. Die beiden hatten mal was miteinander. Ich glaube auch. Sollte dies der Fall sein, dann müssten die Abdrücke, die ihr im Glockenturm gesehen habt, ja wie Stiefelabdrücke aussehen, oder? Ja, diese Stiefel. Sie liebt es, die Dinge in die Rücken armer Männer zu graben. Und dann gibt es ja auch Männer in dieser Welt, die Spaß an sowas haben. Gut, man sollte nicht darüber nachdenken. Wir könnten diese Abdrücke niemals verwechseln. Dominikas Abdrücke sind einzigartig. Hm. Warte mal, aber es hat sich hier niemand gemeldet. Nee. Nein. Den will ich. Hm. Papalot dachte also, dass es lediglich Dominikas Abdrücke waren. Deshalb hat er es nicht gemeldet. Hm. Oh. Falls ihr es wissen müsst, dies sind nicht meine Abdrücke. Ich habe die schmutzigen Abdrücke definitiv nicht hinterlassen. Kann man da irgendwas dazu sagen? Nein, also befragen geht ja auch nicht. Das ist ziemlich seltsam. Hm. Aber wir müssen hier irgendwas machen. Wir konnten jetzt niemanden weiter angreifen. Das heißt, wir müssen eigentlich dann laut Ausschlussverfahren... Hm? Präsentieren. Aber was? Aber was? Einfach nochmal das Bild von den Fußabdrücken? Hm. 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 Einfach um abzuklären, ob das jetzt ihre sind oder nicht, weil wir haben ja die Skizze schließlich. Ja, gerade soll ich wieder absichern? Was? Soll ich wieder absichern? Ja, mach. Aber ich würde das so machen und ich denke, das ist auch richtig. Ja. Ja. Präsentieren. So. Ja? Skizze ist dabei. Alles klar. Gut, waren wir ja auf der richtigen Fährte. Oder gibt es noch was anderes? Die Drobe macht keinen Sinn, die Glockenturm-Skizze nicht wirklich. Dann nehmen wir die Skizze. Ihr wart euch augenscheinlich sicher, dass die Fußabdrücke im Glockenturm die von Frau Dominika waren. Mit anderen Worten waren die Fußabdrücke, die ihr gesehen habt, spitz zulaufende Stiefelabdrücke. Ja, spitz. Es waren definitiv die anderen Wachen. Und die Schuhe. Wir haben eine Skizze mit den Abdrücken, die nach dem Vorfall gefunden wurden. Die Skizze wurde gefunden. Nein. Oh, das sind ja runde Spitzen. Hm. Nun, Herr Papalot. Eure Aussage widerspricht dem Beweis. Oder die Skizze ist falsch. Ja. Ist ja kein Foto. Und... Unmöglich. Brummel, brummel, brummel. Eben ist ja nur eine Skizze. Der Gerichtszeichner fertigte diese Skizze an. Sie zeigt den Ort des Verbrechens, wie wir ihn direkt nach dem Vorfall vorfanden. Vielen. Ich persönlich bürge für die Echtheit dieser Skizze. Okay, ich weiß das doch nicht, wir. Wohin das führen soll. Mal sehen. Ich weiß nicht. Ich sah, was ich sah, und es ist unmöglich, dass ich falsch lag. Ja. Ist unmöglich. Ja, ja. Okay. Wie könnt ihr das sagen? Ich mach den Mund auf. Der Grund ist recht simpel. Wenn ich Abdrücke wie die in der Skizze gesehen hätte, wäre ich niemals drauf gekommen, dass diese Dominikas sind. Hm. Ja, wir können das Ganze ja mal mit den Abdrücken auf dem Rücken vergleichen. Mhm. Ganz genau. Diese sehen kein bisschen wie die Dominikas aus. Dominikas liebliche Abdrücke sehen so aus. Stimmt, laufen hinten spitz zu.
Die Abdrücke hinterlassen einen rätselhaften Eindruck. Vielleicht mag die Verteidigung den Widerspruch zu erklären. Nur eine Spur! Fußabdrücke wurde im Turm gefunden. Ein Zeuge sagt aus, dass die Fußabdrücke spitz zuliefen. Aber die Tatortskizze des Gesichtszeichners, nein, zeigt runde Abdrücke. Ist die Wahrheit in der Zeugenaussage oder in den Skizzen verborgen? Ich habe da gerade so eine Ahnung, dass gleich was passiert. Oh, wir sind solche Feiglinge. Ich bin so ein Feigling gerade. So. An Aussage und Skizze stimmen? Wie wäre das? Aber nee, das kann nicht sein. Was zeigt die Wahrheit? Oder beides? Meinst du beides? Aber wie soll beides möglich sein? Keine Ahnung, aber ich finde, es ist so das Unwahrscheinlichste und das wäre echt cool, wenn man das so hindrehen könnte. Also nein, was könnte sein? Also wir haben... Also wenn ich die Wahlmöglichkeit hätte, würde ich eher sagen, Papalot sagt die Wahrheit. Erstens, weil uns das besser nützt. Ja. Und zweitens, weil man so eine Skizze jederzeit fälschen kann oder nachträglich noch Fußabdrücke hinzufügen oder was weiß ich. Oh, die Skizze wurde verändert. Klar, man hat einfach die... Ja, man hat im Grunde das, was spitz zulief, das kann man ja überzeichnen. Oder man kann ja was dazu zeichnen, dass es rund zuläuft. Könnte sein. Machen wir das. Der Zeuge hat recht, die Abdrücke sind spitz. Damit habt ihr euch alle Inquisitoren zu Feinden gemacht. Euer Leben scheint euch selbst nichts wert zu sein. Doch lasst mich eure Selbstzufriedenheit erschüttern. Auf welcher Grundlage entehrt ihr den Beweis? Naja, ich habe das gesagt, weil... Oh nö! Wenn die Fußabdrücke so wie in der Skizze gewesen wären, dann würde die Angeklagte doch schuldig gesprochen werden, richtig? Was? Ihr beliebt wohl zu scherzen. Strebt ihr eine Karriere als Hofnarr an? Ah, okay. Mist. Neulagen? Meinst du ungefähr so und dann... Nein, das würde ich doch nie tun.